Herzlich willkommen zur nächsten Pokémon Omega Rubin Episode hier auf Weeble Games for You. Ich bin Sivo. Und wir sind immer noch hier auf dieser Route zwischen. Route 104 ist es, um genau zu sein. Sieht man ja unten auch, um noch ein Pokémon oder zwei zu fangen, das uns hier fehlt. Erstmal holen wir uns hier über die Beeren und Pflanzen auch neue. Kann ja nicht schaden. Ich denke, das ist immer ganz wichtig, die direkt wieder nachzupflanzen. Ich frage mich ja, wie lange die Bäume brauchen, um wieder zu wachsen, nachdem man sie neu gepflanzt hat. Immer ganz interessant zu wissen, denke ich. Was war das? Okay, da ist was. Wo ist das? Da ist es gar nicht, okay. Muss weiter unten oder so sein. Oh nein, ein Baumpel. Geweihe hat ja eine Weiterentwicklung, wie ich gehört habe. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wenn die irgendwann mal passieren sollte. Oh, der Baumpel wurde aber hart gebasht. 16 EP, gar nicht so verkehrt. Achso, wenn jetzt ein Kampf kommt, dann ist das Signal quasi weg. Interessant. Die Frage ist, wie kommen wir da oben zu diesen... Müssen wir hier irgendwie rum, oder wie? Geht das? Was ist das? Achso, das ist die Stadt. Heikos Haus, interessant. Von hier geht's schon mal in die Stadt zu dem Pokéball. Wie kommt man da zu dem Pokéball? Das frage ich mich gerade so ein bisschen. Ein Zickzacks. Kennen wir ja auch schon. Zu Genüge, wenn ich ehrlich bin. Aber der ist Level 5, der könnte ein paar EP geben. Immerhin. Los, Vivi. Ah, hätte ein bisschen... Oh, ist er paralysiert. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte eigentlich ein bisschen meckern, dass er mehr Damage hätte machen können, damit er in zwei Schlägen stirbt. Aber so ist das doch auch okay. Ich hätte vielleicht einen Jauler benutzen sollen, dann hätte es ein Angriff gereicht. Vermutlich. Aber egal. Das Zickzacks tot. Das ist das Einzige, was zählt. Und Fizzy hat ein Level-Up. Keine neue Attacke, schade. Wie kommen wir jetzt da hin? Können wir irgendwie von oben dann quasi hinkommen? Wahrscheinlich von da aus. Achso, er ist reichen, weil er gerade Langeweile hat, kämpft er mit uns, okay. Schnöseln, was auch sonst. Mit einem Zickzacks. Ein Level. Level. Ich glaube, wir machen das mal so ein bisschen mit Attacken verfehlen von ihm, dass wir nicht so viel Schaden nehmen und den auch schaffen mit dem Pipi. Wir machen das direkt dann nochmal, denke ich. Sandwirbel, zack. Vielleicht sogar noch ein drittes Mal und dann machen wir erstmal Heuler, um unseren Angriff wieder zu steigern, denke ich. Der trifft ja wohl nicht, oder? Holy shit, das ist ein ganz schön krasses Zickzack. Drei Sandwirbel Genauigkeit runtergesetzt und der trifft immer noch. So. Okay, diesmal ist er abgewehrt worden. Perfekt. Angriff steigt. Perfekt. Schon wieder ein Tackle, ey. Gibt's ja gar nicht. Ich glaube, wir müssen anfangen anzugreifen, sonst wird das nichts mehr. Vielleicht paralysieren wir ihn ja auch noch. Okay, diesmal ist er abgewehrt worden, alles gut. Paralysieren bitte. Schade. Das hat nicht geklappt. Routenschlag, das ist egal. Ging eh nicht durch. Ein Angriff noch, den kriegen wir doch kaputt, oder? Top-Genesung, holy shit. Das ist jetzt zur Hölle. Ich glaube, wir sollten doch nochmal Jaula einsetzen. Kann ja nicht schaden.
Der Sandwirbel war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Sonst wären wir, glaube ich, schon tot mit Fifi. Okay, unsere Verteidigung wird runtergesetzt. War besser, als wenn ein Angriff durchkommt. Das war gut. Komm, stirb. Okay, das ist egal, es müsste trotzdem reichen. Sehr gut, sehr gut. Ein harter Kampf gegen das Zickzack vom Schnösel. Aber wir haben es geschafft. 96, okay. Das ist nicht wenig. 960 Pokédollar. Das ist nicht wenig. Und ein Kampf. Schauen wir mal. Wingull wieder. Der ist ja wohl instant tot gegen das Donnerzahn. Wir haben nur noch 4 Angriffe danach, das ist nicht so viel. Müssen wir das Pokémon dann vielleicht mal wechseln. Okay, jetzt irgendwas. Ist das hier oben oder ist es weiter unten? Da ist es, glaube ich. Ich denke, das kennen wir schon, oder? Ne, das sind Schwalbinen hier oder sowas, glaube ich. Mal gucken, ob ich richtig liege. Es kommt mir von der Form her also vor. Und das kenne ich auf jeden Fall. Ha, es sind Schwalbini. Ich weiß nicht, hatten wir jetzt sogar schon Schwalbini? Nee, ich bin nicht so sicher gerade. Nee, haben wir noch nicht. So, Donnerzahn könnte schwierig sein. Wir machen mal sowas hier. Erstmal. Heilung kann er einsetzen, okay. Schwalbini finde ich ja eigentlich ganz schick. Der ist vielleicht cooler als der Wingull. Als Flug-Pokémon. Und dann suchen wir uns lieber noch ein anderes Wasser-Pokémon. Doch der Heuler geht durch, das ist aber gar nicht verkehrt. Dadurch überleben wir vielleicht den einen Angriff. Oder er, vielmehr. Wir versuchen es. Wehrt die Attacke ab, okay. Okay, noch ein Heuler, perfekt. Das gefällt mir ganz gut. Umso mehr Heuler einsetzt, umso höher ist die Chance, dass wir ihn nicht töten. Oh, fuck. Trotz 2 Heuler, ey. Mist. Das ist ja nicht so gut. Also wenn der wiederkommt, dürfen wir es auf jeden Fall nicht mit dem versuchen. So viel wissen wir jetzt. Mist. Das war nicht so gut. Wenn wir Glück haben, schafft er den gerade so noch mit seinen 2 Angriffen. Okay, jetzt gleich tot. Dann wechseln wir jetzt erstmal das Pokémon, das vorne ist. Fifi macht gerade keinen Sinn mehr ohne Attacken. So, Fifi. Was tun wir denn mal nach vorne? Drassler und dann eventuell mit Gekkabor tauschen könnte Sinn machen. Weil den Drassler will ich auf jeden Fall auch leveln. Als Psycho-Pokémon. Ich mag Psycho-Pokémon sowieso ganz gerne. Okay. Gucken, was er für Angriffe hat. Ich glaube, der hatte ja gar keine. Genau, Heuler nur. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal tauschen mit Gekkabor. Zack. Kein Problem. Kriegen wir alles hin. Heuler, das sollte egal sein. Machen wir mal einen Absorber. Das ist immerhin ein Wasser-Pokémon. Sollten Pflanzenangriff ja nicht so schlecht sein. Oh nein, die gefährliche Aquaknarre. War sehr effektiv. Hahaha. Absorber bitte. Danke. Und auch nochmal schön vollgeheilt. Was wollen wir mehr? Oh, Level 4. Konfusion. Oh yeah, geil. Das ist schon mal ein guter Angriff sogar. Finde ich. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich hier lieber einfach dumm rumrennen sollte, bis sich irgendwie ein Pokémon zeigt. Das ist wieder ein Schwalbini. Da haben wir doch gute Chance jetzt mit der Konfusion. Denke ich. Den runterzuhauen.
So, Schwalbini. Auf ein neues. Konfusion. Heuler ist okay. Mal, wir sind ja eh nur ein, Level, glaube ich, höher. Okay, das passt. Kann man das eigentlich noch irgendwie die Dinge hier, früher ging das doch mit Select oder so, kann man die nicht irgendwie neu anordnen? Nee, irgendwie nicht. Das, was ich ausprobiert habe, funktioniert leider nicht, um es neu anzuordnen. Muss man vielleicht so im Pokémon-Menü schon machen. Aber falls jemand weiß, ob man die Angriffe von der Reihenfolge her anders anordnen kann, sodass Konfusion immer links ist, gerne in die Kommentare. Oh, nicht nochmal angreifen. Bälle. Pokéball. Genau. So, Schwalbini, du gehörst doch uns. Bin mir sicher. Und hoffentlich ist das dann auch das letzte Pokémon, das es hier gibt. Das wäre toll. Oh, Schwalbini. Ganz schön gefährliches Viech. Keine AP mehr, aber wehrt sich trotzdem noch. So muss das. Genau das richtige Schwalbini für unser Team. Auf ein neues. Nice, sehr schön. So gefällt mir das. Brauchen wir uns jetzt auch nicht drüber cremen, dass der erste gestorben ist. Ja, Schwalbini. Ich finde, er ist ganz hübsch irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Mir gefällt er echt gut. Okay, ich glaube, wir haben alle. Alle Pokémon dieses Gebiets gefangen. Perfekt. Dann gehen wir erstmal ins Pokémon Center zurück und dann gehen wir oben in den Wald als nächstes. Auch wenn wir da wahrscheinlich erst in der nächsten Folge richtig reinstarten werden. Ich denke, wir werden jetzt hier ins Pokémon Center gehen, nochmal Pokébälle gucken. So irgendwie 5-6 Stück und einen Trank und Gegengift und sowas auch jeweils einmal auf Halte haben. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Mich würde mal interessieren, wie ihr eure Pokémon-Team so aufstellt. Also levelt ihr euer... Was heißt aufstellt? Mir geht es eher darum, wie ihr euer Pokémon-Team levelt. Levelt ihr erst ein Pokémon nach dem anderen, dann extrem? Oder levelt ihr ausgewogen? Das ist so ein bisschen das, was ich mich aktuell frage. Ich finde ausgewogen eigentlich immer netter, als wenn man dann ein Pokémon hat, das alles auseinanderrupft. So, ein Gegengift hätte ich gerne. Danke. Da schafft 12 Tränke, dann brauche ich ja keine mehr. Dann kaufen wir nochmal 2 Pokéball, damit wir auf 15 Meter sind. Das reicht voll und kommen. Und ganz und überhaupt. Vollkommen und ganz. Und tschüss. Und weiter geht's Richtung Wald. Bin ganz froh, dass wir aktuell überall die ganzen Pokémon gefangen haben. Die wir fangen konnten. In jedem Gebiet. Oh, hier ist wieder eins. Ein Wumpel. Wo ist das denn? Ist wohl weg, okay. Mir ist auch ein Dings in der Nähe, ein Wingul. Okay, das ist ein bisschen verrückt gerade. Das da. Okay, jetzt hat sich versteckt. Egal. Die brauchen wir ja nicht wirklich. Egal. Wie gesagt, die haben wir ja eh alle. So, hier gibt es auch wieder ein neues Pokémon, okay. Das ist ganz schön krass, dass es in jedem Gebiet ein neues Pokémon gibt. Wo kann man gegen ihn kämpfen? Cool, das können wir noch machen. Und es passt ja voll noch in die Folge rein, der Kampf. So, Käfer sammle Deadwin. Ein Wumpel setzt da ein. Da hat 3 Pokémon, okay. Oh, wir haben Drassler vorne. Ich glaube, Drassler schafft den nicht, oder? Wir versuchen es einfach mal. Gucken, was das an Schaden macht. Wäre halt übelst top, wenn sie es schaffen würde. Ne, es schafft es aber, glaube ich, nicht. Ne, wir wechseln lieber das Pokémon. Nehmen die EP lieber mit, ohne dass wir jetzt was riskieren. Frischkopf Gekkabor.
Level 4 gegen Level 5 ist halt schon ein bisschen unfair. Der kriegt nicht mal richtig Schaden, das ist ein Witz. Pfund ins Gesicht. Upp. So lustig, wie er da mit seiner Pranke ausholt, ey. Echt gut. Scheiß auf die Initiative. Wir machen einfach einen Ruckzuck-Hieb. Und du hast es schon. Weg damit. Sehr schön. 60 EP ist natürlich eine Menge. Erreicht sogar Level 5 direkt. Super. Ja, möchte ich. Möchte wieder auf Trassler wechseln. Wo ist es denn? Da ist er. Okay, Trassler. Sind sie Level 5 gegen Level 5? Ich glaube aber nicht, dass wir das nochmal riskieren sollten. Wir werden es nochmal wechseln. Reicht einfach noch nicht. Gleich hoch und dann verletzt zu starten ist uncool. Ui, der hat ganz schön Damage gemacht. Volltreffer, der Gute. Ich glaube, Absorber bringt nicht so viel, als ein Pflanzen- oder ein Käfer-Pokémon ist. Für mich ist Käfer ähnlich wie Pflanze. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Mal einen Pfund, vorsichtshalber. Und den hier erstmal aus dem Weg räumen. Ich glaube, jetzt können wir ruhig noch einen Absorber machen, schätze ich. Wobei wir eventuell dadurch noch einen weiteren Hit durch die Initiative verloren gedöhnt zu kriegen. Aber was soll's. Wir versuchen es einfach. Geht gut. Alles klar. Heilen wir uns noch ein bisschen. 1 HP, naja. Besser als kein HP. Oh, fast hätte ein Level up bekommen, der Gekabor. Noch einen Wumpel, okay. Eigentlich dürfte Trassler jetzt wieder ein Level-Up bekommen nach dem Kampf, wenn ich richtig liege. Wäre doch ganz cool. Ja, müsste tatsächlich reichen. Eventuell ganz, 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 ganz knapp nicht. So, Gekabor, du hast auf jeden Fall ein Level-Up danach. Da bin ich mir schon mal sicher. Pfund. Zack. Sehr schön. Machen wir noch einen Pfund. Das sollte besser sein als einen Ruckzuck-Hieb. Kriegen die nur einen Fadenschuss ab, der vollkommen uninteressant ist. Zack. Perfekt. So, dann gucken wir mal. Level-Up auf jeden Fall. Gucken wir, ob es 2 werden. Level 6, sehr schön. Und Doppelteam hat er gelernt. Oder sie. Ich glaube, es ist ein Eher. Ich weiß nicht genau, was Doppelteam bringt, wenn ich ehrlich bin. Da müssen wir mal nachgucken. Wir wollten ja sowieso auch gucken wegen dem Pokémon ändern. Wegen den Attacken ändern. Bericht, ist das da vielleicht? Oh, Attacken. Gut, das war nix. Das war der falsche Knopf. Falscher Knopf! Holy shit. Nochmal. Bericht bitte. Attacken ist A. Erzeugt durch schnelle Bewegung Ebenbilder und den Fluchtwert zu erhöhen. Okay, das ist relativ uninteressant. Ah, man kann es tatsächlich hier drin ändern. Gut, dann hat sich meine Frage ja auch erledigt. Quasi. Dann hat sich das ja schon ergeben. Ja, dann speichern wir natürlich noch und machen einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!